Bei mir im Studio begrüße ich Zukunftsforscher Oskar Vilani. Schönen guten Abend. Hallo. Das ist nämlich jetzt ungewöhnlich, dass wir uns begrüßen mit Handschlag, aber in diesem Fall hat das einen Sinn. Warum? Wir hören, ein implantierter Chip wird von manchen Politikern gewünscht, aber das ist gar nicht mehr notwendig. Warum? Naja, das ist Schnee von gestern. Ich habe Ihnen da jetzt gerade ein paar hundert Mikrochips in die Hand gegeben. Die werden für die nächste Woche bis 14 Tage an Ihrer Hand kleben. Aber meine Hand ist leer. Ja, das sehen Sie nicht. Die sind ganz winzig klein. Wenn Sie genau schauen, werden Sie sie schon sehen. Die sind so ein Viertel so dick wie ein menschliches Haar. Was würde man jetzt damit wissen von mir? Ich kann Sie damit rund um die ganze Welt verfolgen. In weiterer Folge könnte ich auch so Dinge wie Ihren Blutdruck messen, Ihren Zuckerhaushalt, ein paar biometrische Daten, das ist schon drinnen. Man muss vor dieser Technologie an sich nicht Angst haben, aber vor dem, was aus politischem Dilettantismus oder aus Gier daraus gemacht wird. Das heißt, der technische Fortschritt hält nicht Schritt mit dem Schutz vor Missbrauch. Das ist ganz richtig. Er hält aber auch nicht mit und schon seit langer Zeit hält sozusagen der geistige, der ethische Fortschritt nicht Schritt mit dem, was technisch möglich ist.